Mit der Regular werden wir wohl nicht fahren, sondern mit der großen, ne? Vermutlich. Ich nehme mal an, die größere von den beiden. Ja, verdeckt vom LKW kommt jetzt gerade eine rein. Ja. So, jetzt dürfen die ersten schon losfahren. Während die letzten hier runterbrechen. Wir sind jetzt nach Virzu gefahren und wollten eigentlich erst morgen übersetzen auf die Insel Saaremaa. Haben uns jetzt aber entschlossen, dass wir doch gleich fahren und haben jetzt die Fähre um 17 Uhr genommen. Werden aber uns einen schnuckeligen kleinen Campingplatz auf der vorgelagerten Insel Muhu suchen und dort übernachten. Die Schwalben haben dort wahrscheinlich unter dem Steg ihre Nester. Schöne Abendstimmung hier, hä? Ja. Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute auf der kleinen Insel Muhu unterwegs. Diese Insel liegt wenige Meilen vor dem Festland von Estland. Ja, man muss mit der Fähre rüberfahren, um hier auf diese Insel zu kommen. Und die Insel Muhu ist eigentlich die kleinere Schwester der größeren Schwester Saaremaa. Ja, Saaremaa bekannt als Vogel- und Robbenparadies. Ja, natürlich nicht auf dem Land, sondern mehr im Uferbereich und in der Ostsee. Also schauen wir uns das heute mal hier an auf der kleineren Insel. Etwa eine Tour von 25 Kilometern. Wir sind jetzt hier am Gutshaus in Perdaste. Ja, die haben sogar eine Seepferdchenterrasse hier. Ist ja toll. Na, wird wohl mal Zeit, dass ein bisschen Wasser reinkommt. Ja, und da wir keine Gäste sind hier im Hotel,
dürfen wir eigentlich durch dieses Tor nicht gehen. Wir treten des äußeren Parks verboten mit Hubschrauberlandeplatz. Wollen alle was zu beißen haben. Du kannst einen Kescher reinhalten und dir deine Fische rausziehen. Guck mal, wie sie alle ankommen hier. Ja, schönes Plätzchen. Im Schatten ist immer gut. Und hier haben wir die repräsentative Vorderseite des Gebäudes. Ja, und jetzt stehe ich vor einem alten Teil, ungefähr 400 Jahre alt. Schauen wir uns mal gemeinsam an. Alter Kasten. Mit Post. Jetzt haben wir uns umgeschaut und schwingen uns dann gleich auf die Räder und fahren zur nächsten Sehenswürdigkeit. Gibt es nicht nur viele Steine, sondern auch Walderdbeeren. Kleine Rast zwischendurch in Liva. Sieht ja klasse aus. Die Longhorns. Kurzes Fazit, Otti? Ja, schöner Ausflug. Ich bin froh, dass wir nicht an die Steilküste gefahren sind. Das wäre zu heftig geworden. Ja. Ist doch sehr warm heute. Sehr warm und windig. Ja gut, dann haben wir es ja gleich geschafft. Ja. Wenige hundert Meter noch und wir sind am Ziel. Angekommen.